Wenn von einem Punkt zwei Halbgeraden ausgehen, so bilden sie einen Winkel. Den Punkt nennt man den Scheitelpunkt und das Feld zwischen den beiden Halbgeraden ist das Winkelfeld. Definitionsgemäß wird ein Winkel immer gegen den Uhrzeigersinn gelesen. Wir haben hier zwei Punkte A und C auf den beiden Halbgeraden. Der Winkel ABC ist der kleinere Winkel, der Winkel CBA ist der größere Winkel. Wir unterscheiden spitze Winkel, rechte Winkel, stumpfe Winkel, gestreckte Winkel, überstumpfe Winkel und Vollwinkel. Die Größe des Winkels kann man zum Beispiel mit dem Bogenmaß quantifizieren. Wir ziehen einen Einheitskreis um den Scheitelpunkt. Die Bogenlänge B entspricht dem Bogenmaß des Winkels. Ein Vollwinkel hat also 2 Pi als Bogenmaß, einem gestreckten Winkel entsprechend Pi und ein rechter Winkel Pi halbe. Am verbreitetsten ist das Gradmaß zur Quantifizierung des Winkels. Ein Vollwinkel entspricht 360 Grad. Die Umrechnung vom Bogenmaß in Gradmaß kann nach dem Dreisatz erfolgen. Ein Vollwinkel ist 360 Grad, ein gestreckter Winkel 180 Grad und ein rechter Winkel 90 Grad. Die Einheit Grad wird in 60 Winkelminuten und in 3600 Winkelsekunden unterteilt. Über die Winkelsekunde wird auch die astronomische Einheit Parsec definiert. Ein Stern, der von der Erde aus mit einer Parallaxe von einer Winkelsekunde erscheint, ist ein Parsec von der Erde entfernt. Der Abstand Erde-Sonne, eine astronomische Einheit, sind 1,5 mal 10 hoch 11 Meter. Ein Parsec sind 3 mal 10 hoch 16 Meter. Ein rechter Winkel hat 90 Grad oder im Bogenmaß Pi halbe und wird durch einen Viertelkreis mit Punkt oder durch ein Quadrat gekennzeichnet. Wenn zwei Halbgeraden einen 90-Grad-Winkel bilden, bilden sie auch einen 270-Grad-Winkel. Durch Teilen eines rechten Winkels erhalten wir einen 45-Grad-Winkel. Das kübliche Geodreieck besitzt zwei 45-Grad-Winkel und einen rechten Winkel. Die Umrechnung der Winkelmaße kann nach dem Dreisatz erfolgen, zum Beispiel mit Hilfe der Vierfelder-Tafel. 90 Grad entsprechen x, 360 Grad entsprechen 2 Pi. Entsprechend der Quotientengleichheit erhalten wir für x gleich Pi halbe. Eine weitere Einheit für Winkelmaße ist das Neugrad. Ein Vollwinkel entspricht 400 Neugrad oder Gon. 400 Gon entsprechen 360 Grad. 50 Gon entsprechen x. Mithilfe der Vierfelder-Tafel und der Quotientengleichheit erhalten wir für x gleich 45 Grad. Ein Vollwinkel sind 360 Grad oder 400 Gon. Wie viel sind 350 Gon? Wir stellen die Vierfelder-Tafel auf, formulieren die Quotientengleichheit und erhalten für x 315 Grad. Wir haben einen Winkel von 20 Grad, sollen diesen um 10% vergrößern. Hier ist die Vierfelder-Tafel für diese Prozentrechnung. Nach der Quotientengleichheit erhalten wir für x 22 Grad. Wir sollen einen Winkel von 240 Grad um 15% vergrößern. Wir formulieren nach der Prozentrechnung die Vierfelder-Tafel, formulieren die Quotientengleichheit und erhalten für x einen Wert von 276 Grad. Wir sollen einen Winkel von 300 Grad um 20% vermindern. Wir formulieren die entsprechende Vierfelder-Tafel. X entspricht 80%, 300 Grad entsprechen 100%. Für x erhalten wir 240 Grad. Einen rechten Winkel von Pi halbe sollen wir um 60 Grad reduzieren. Wir brauchen also 40% von Pi halbe, die sind Pi Fünftel. Ein gleichseitiges Dreieck hat drei 60-Grad-Winkel,